Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays. Ich weiß nicht, wo gerade das Problem ist. Ich habe ständig kurz diese Standbilder, wie ihr gerade gesehen habt. Das Spiel fasziniert mich immer wieder. Ja, auf jeden Fall herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ghost Recon Breakpoint. Den Hubschrauber haben wir uns letzte Folge gekauft. Den kann man jetzt immer an den Biwaks holen. Das finde ich echt mega gut. Wenn ich den jetzt hier hinstelle, komme ich da nachher nicht wieder dran. Ich will den doch eigentlich nachher wieder haben. Ja, sie haben mich entdeckt. Geil. Also nicht entdeckt, nur. Wo backe ich denn jetzt wieder auf? Das ganze Spiel ist im Moment so verbuggt, das ist so übel. Es ist so pervers. Ja, ich will auf jeden Fall heute den Rosebud jagen. Das ist einer von den, ja, ich sag mal, Lieutenants von Walker. Na, ich X. Wo ist Kontakt? Nix Kontakt. Mein erstes legendäres. Bitte lass es keine Pistole sein. Bitte lass es keine legendäre Pistole sein. Bitte lass es keine Pistole sein. Ich muss mal ganz kurz mir das angucken. Es ist mein erstes legendäres Item, Leute. Wo ist es? Da ist es. Oh, ich bin so aufgeregt. Oh. Guckt es euch an. 8% maximale Munitionsmenge. Oh. Ist wirklich mein allererstes. Ich habe noch nicht mal was gekauft oder so. Das ist ein komisches Geräusch da. Ja, ist klar. Was ist das für ein ekelhaftes Geräusch? Das ist doch hier irgendwo festgepackt, das Teil, oder? Irgendwo hier festgepackt. Nur, dass meine Sniper keinen Schaden macht. Nein! Es ist Sam. Das Ding ist irgendwo hier festgepackt, oder? Glaub hier drin. Müsste jetzt genau unter mir sein. Das ist ja nervig. Der Heavy da mal zu mir kommt, danke. Also diese Drohne fuckt mich gerade richtig ab. Also diese Drohne geht mir gerade richtig auf den Geist. Ich bin verletzt. Nein, also. Ja, cool. Und ich bin verletzt. Ja, ich kann mich nicht zurückziehen, weil ich... Alter, ich bin tot. Das war dumm. Diese Drohne hat mich gerade so irritiert. Ah,
Das war gerade richtig dumm, was ich gemacht habe. Nee, echt, diese Drohne hat mich gerade so massiv irritiert. Und die hat sich natürlich dann in dem Moment auch wieder rausgebackt. Egal. Regen wir uns nicht auf. Das kann mal passieren. Ganz ruhig, Sascha. Trinken wir einen Schluck. Ich bin total ruhig. Das ist ja meine Schuld. Ich bin da auch ein bisschen zu, ja, zu cool dran gegangen. Ich habe mich auch so über das Legendäre gefreut. Okay, machen wir es nochmal. Bin ich denn gespawnt auf der anderen Seite, so wie es aussieht? Oh, mag jetzt okay, weil ich sagen. Ich laufe ein paar rum. Da ist ein Heavy. Oh, hi. Scharfschütze, den sollte ich mir als erstes holen. Der hat mich eben echt genervt. Geht unter mir. Das Ding sollte ich mir auch holen. Hier ist irgendwas, was wahrscheinlich im Haus ist. Oder bin ich blind? Ich glaube, es ist im Haus drin. Das Summen von den Drohnen geht mir so hart auf den Pisser. Hier muss da irgendwo noch was sein. Da ist es. So. Dann haben wir eigentlich soweit alles. Dann gucken wir mal, kommen wir an den Sniper dran? Ja, an den Sniper. Ah, eben hätten wir an den Sniper dran gekonnt. Diese Drohne, ey. Alter, wie fliegt der hier rum? Ah, da kommt natürlich die Verstärkung und deckt mich natürlich. Geht da mal. Ach, dass der sich an so kleinen Puffelkanten aufhängt. So, jetzt lass es mal zu mir kommen.
Peter Diegel. Der Heli über mir geht mir so hart auf den Sack. Zieh mich mal weiter zurück. Lauf doch mal! Lauf! Er ist manchmal so ein kleiner Bewegungslegastheniker, habe ich das Gefühl. So, der Heli da oben erstmal runter. Ich habe ein Munitionsproblem. Hi. Alter, wie viele Heavys sind das? Der Heli da oben geht mir so hart auf den Pisser. Ich find's geil, dass er zum Verbinden aus der Deckung rausgeht. Und ist der Heli da oben. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen Money holen. Boom, baby. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, noch was Legendäres. Heute ist der Tag der Legendären. Wird ja vielleicht auch mal Zeit endlich. Wird vielleicht auch einfach mal endlich Zeit. Und nicht verschwunden, bitte noch hier. So, genau, das Geldquad jetzt brauchen wir auch noch, weil wir wollen uns ja noch ein paar Helis kaufen. Wird's mal laut im Hintergrund? Kollegen von mir. So, ich bräuchte mal hier ein paar Informationen. Hallo. Ich will Ihnen nichts tun. Ich habe nichts getan. Hey. Ich suche jemanden. Ja, wir suchen Rosebud. Rosebud oder sie. Rosebud ist, hier, die da. Das sind die drei. Eine Scharfschützin der Wolves, Rosebud. Ist eine Scharfschützin. Sie macht Jagd auf Überlebende. Irgendwas von ihr gehört? Ich verspreche es Ihnen, das ist alles. Danke, das weiß ich zu schätzen. Das ist eine Scharfschützin. Ich hasse Scharfschützen.
Und wie kann ich nach oben da? Wir nehmen einfach hier die große Treppe. Achso, genau. Ich wollte noch meine neue gelbe. Dann können wir nämlich alle anderen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen besser sind, zerlegen. Wir kommen gar nicht erst auf die Idee, die nochmal in irgendeiner Form zu benutzen. So, dann kann ich nämlich hier ganz dumm. Es fehlt mir doch, aufgewertete Waffenteile fehlen mir noch. Okay. Was haben wir denn helmmäßig? Dumm. Wie gesagt, ich habe immer die Hoffnung, wenn man hier einen hohen Level hat, dass man dann auch hohe Sachen findet. Blind ist das. Wie man Waffen aufwertet. Diese Tutorials noch kommen. Ich habe keine Ahnung, 30 Stunden Spielzeit? Neue Entdeckung. Die Informationen nehmen wir auch noch mit. Wie gesagt, wir nehmen ja alles mit. So, müssen wir sogar mit hin. Ist über uns. Können wir da denn rein? Keine Ahnung. Schon ein Riesenteil, ey. Sehen Sie sich die Aufklärungsdaten an. Dass man dann immer erst hier wieder nach unten gehen muss, das nervt mich auch so ein bisschen. Und irgendwo in der Region Walz. Pro Folge werden wir uns einen von den Gegnern holen. Das heißt, jetzt in den nächsten drei Folgen ist nur. Sieht man hier Bossgegner. Mal hier die ganze Stühle. Aha. Hoppa. Hoppa, hoppa. Komme ich denn noch höher? Komme ich denn da aufs Dach, Leute? Redet mit mir. Dieses Gepiepe, wenn die Türen aufgehen, das ist aber auch noch nicht so lange, oder? Keine Ahnung, wie ich da aufs Dach komme. Noch mehr Munition, das ist immer gut. Muni ist immer gut. Ach, da komme ich aufs Dach. Alles klar. Die ziehen wir doch sofort an. Ich sage ja, das lohnt sich schon, die Kisten. Wie gesagt, ich wollte mich jetzt nicht explizit auf die Jagd nach Kisten machen, aber wenn ich jetzt gerade in der Mission da bin, dann nehme ich natürlich auch alle Kisten mit, die hier rumliegen. Es würde ja so keinen Sinn machen, wenn ich es nicht mache. Weil es guckt sich ja eh keiner an. Wenn ich mal 10 Zugriffe auf die Videos habe, dann ist es viel. Aber das ist mir aber auch ehrlich gesagt ein bisschen egal. Noch mehr Schuhe. Mein Heli ist jetzt weg. Weil ich ja gestorben bin. So, wo müssen wir denn hin?
Ah, das ist ja gar nicht so weit von hier. 1,2 Kilometer. Da können wir mit unseren neuen Stiefeln ganz entspannt hinjoggen. Level 117 sind wir. Dieses Gelbe, das sieht so mega gut aus. Mein Ziel ist natürlich, alles gelb zu kriegen. Alles auf legendär. Geht schon müllig hier. Auf der Durchreise. Ja, ganz schön da unten. Okay, jetzt wird's übel. Ach komm, auch wenn wir sterben. Der runterklitscht. Ach du Scheiße. Ich glaube, da unten können wir es auch nicht auffüllen, das Wasser, gell? Lassen wir erstmal. Warum regeneriert die Ausdauer nicht? Es war vielleicht nicht die beste Idee hier runter. Ehrlich, scheiß drauf. Komm, mach. Mach dein Ding, Junge. So, und dann gekommen. Ja. Wir sind darüber. Irgendwie konnte man noch tauchen. Achso, mit ST. Wollen wir mal die neue Sniper ausprobieren? An den beiden da. Jungs, ihr seid nur meine Versuchskaninchen. So. Mir doch egal. Hat ja keiner gesehen. Moni ist auch immer gut. Oh, das sieht nach einem größeren aus. Okay, das sieht nach was richtig Großem aus.
Ja, das sind einige, die hier rumwatscheln. Mann, die Drohnen lassen sich ein bisschen schlecht steuern. Sniper, ne. Der hat da einen Sniper hingestellt. Okay, hier ist noch irgendwas drin. Da ist er. Da ist da noch irgendwas. Den Haus hier. Jetzt würde ich gerne wissen, woher wissen die, dass ich hier oben bin? Können wir das mal erklären? Guck mal, die kommen alle in meine Richtung. Seht ihr das? Da fliegt eine Drohne rum, aber die wissen, dass ich hier bin. Das erklärt sich mir nicht. Dazu noch Sniper mit Schalldämpfer, aber sie wissen, wo ich bin. Das ist so. Wie so Bauchschmerzen. Okay, ich leg los. Ich brauche nur Sichtkontakt, dann ist es vorbei. Tötet jeden, den ihr seht, schnell! Die Eindringlinge sind erwischt. Finden wir sie. Scheiße! Bisschen wie Tontauben schießen. Ach, ganz ehrlich. Könnte das jetzt easy machen. Oh, du möchtest ein neues Snipergewehr noch ausprobieren. Aber keiner. War aber keine Petze dabei, gell? Warum kletterst du auf den Stein? Kannst du mir das mal erklären? Da rennt schon wieder einer gegen eine Hauswand. Komm, wir fangen mal da drüben an, dass mal der Lärz so rein.
die Waffe auf Distanz. Und aus der Nähe auch. Das waren sie ja fast alle. Da waren noch zwei Gegner da hinten. Ne? Die hole ich mir noch da hinten. War noch oder einer, der mit den Informationen. Deswegen wollte ich den noch nicht. So, hier haben wir Informationen drin. Mal nachschlagen bitte. Natürlich, wenn das jetzt zu lange dauert, machen wir natürlich zwei Folgen draus. Lohnt es sich überhaupt noch blaue Sachen aufzuheben? Ja, komm. Eine Pistole. Ich bin nicht begeistert. Pistole brauchen wir auch ganz dringend im Blau. Was haben wir denn hier mittlerweile? Nichts Besseres. Schrotzylinder. Die mal kaputt, weil wir die haben. Hat er ein Paddel gefunden? Kann er sich jetzt ein Paddel? Den Typen muss ich jetzt eigentlich nur in der Beine schießen. Genau, und dann fällt er nämlich um und dann kann ich ihn nämlich verhören. Beschissen ist, dass die Waffe keinen Visier hat. Zieh mir alles, was du weißt. Heute kannst du dein Leben retten. Jedenfalls, wenn du meine Fragen richtig beantwortest. Bitte, ich werde Ihnen alles sagen. Ich suche nach Rosebud. Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Falsche Antwort. Halt! Halt! Hey, ein paar Zivilisten sind entkommen, okay? Und was hat das mit Rosebud zu tun? Sie hat einen der Überlebenden geschnappt und gefoltert, bis er ihr verraten hat, wohin die anderen beiden geflohen sind. Und zwar in den Wald nordöstlich von Anchor Point Station. Und Rosebud ist ihnen nach? Ja, nachdem sie den anderen getötet hatte. Muss mal kurz noch was aufschreiben. Entschuldigung. Das musste sein. Wie weit weg ist das dann? 120 Meter nur. Ich würde gerne mal meine Wasserflaschen auffüllen. Gefühl, dass ich das noch brauchen könnte. Oh, ernsthaft, dass er da nicht hochklettert. Stern des Todes.
War das nicht mal so, dass die Tiere eigentlich mal Protein? Das sind Überlebende. Hallo, bin gleich bei dir. Warum kann ich die Kiste nicht? Jetzt geht's. Ich glaube, wir könnten uns dann langsam den anderen Heli, ihr wisst, was ich meine, leisten. Hey, herkomm. Nicht schießen. Ich ergebe mich. Bitte nicht schießen. Ganz ruhig. Ich will Ihnen helfen. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte, Sie gehören zu denen. Ich dachte, Sie wären zu zweit hier draußen. Waren wir. Ich meine, wir sind zusammen entkommen. Aber es war einfach zu viel. Ich wollte mich verstecken, aber meine Freundin hat das nicht ausgehalten. Sie ist den Wurfs hinterher. Ein guter Plan, wenn man sterben will. Das war ihr egal. Sie dachte, es sei eh alles verloren. Können Sie ihr helfen? Bitte. Sie lief in Richtung Lake Borkington. Bitte finden und retten Sie sie. Ich tue, was ich kann. Vielen Dank. Aber nicht mehr heute, weil wir sind heute schon wieder echt zeitlich. Boah. Gut, meine Lieben, wir machen an der Stelle aber Feierabend. Wenn es euch gefallen hat, dann... haben wir da irgendwas in der Nähe? Da. Also wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder zu einer weiteren Folge von Ghost Recon Breakpoint. Bis morgen, ciao!